Habe ich dir eigentlich erzählt, dass Martin vor kurzem rüber ist? Dieser Brenzker. Hm? In den Westen mit einem Ausreiseantrag. Ja, da gehört er auch hin, dieser Angeber. In Halle gibt es einen Anwalt, der sich mit sowas auskennt. Wenn man rüber will. Ja. Auch in der BRD sollen Ärzte bei Frauen ja sehr beliebt sein. Fängst du schon wieder damit an? Wundert dich das? So wie der dir hinterhergestiegen ist? Ist das alles, was dir dazu einfällt? Meine Mutter sitzt in Hamburg mit dem Pflegefall, der zufällig mein Vater ist und ich darf sie nicht mal besuchen. Weißt du was, du bist ein Arschloch hier. Sibylle, jetzt bleib doch mal hier. Ich hab das nicht so... Hast du dir eigentlich mal überlegt, was uns da drüben erwartet? Das ist eine völlig andere Mentalität. Da können wir ratzfatz unter die Räder kommen. Wenn du so denkst, darfst du nicht mehr aus dem Haus gehen. Du kannst doch hier unter den LKW kommen. Sibylle, willst du wirklich alles wegschmeißen? Also Freundin, die Arbeit, die Zukunft von unserem Kind. Ich dachte, wir zwei können wirklich alles schaffen, auch wenn es mal ein bisschen schwerer wird. Gut. Stellen wir den Antrag. Du sagst es jetzt, aber du bist nicht überzeugt davon. Was erwartest du? Natürlich bin ich nicht überzeugt davon. Ich will hier bleiben. Dann lassen wir es eben. Ich will hier nicht weg, aber ich weiß, wie wir bleiben, verliere ich dich. Ich kann dich doch jetzt nicht im Stich lassen. Angenommen, ich ziehe den Ausreiseantrag zurück. Ich kann das nicht. Ich liebe meine Frau. Ich kann das nicht. Kann ich jetzt gehen?